Also, wir haben hier die Jungs von Kite Monkeys, von der Kiteschule auf Bemann Süden der Insel. Und wir halten jetzt einen kleinen Vortrag über die Vorfahrtsregeln. Und ist auch so ein bisschen zum Mitmachen, also ein Workshop, wo ihr auch wirklich selber mal euch in diese Situation versetzen könnt. Und es geht halt darum, wie sind die Regeln auf dem Wasser generell, wie ist es in speziellen Fällen, wie fällt es sich hier zum Beispiel am grünen Ring. Und da werden die Jungs also euch teilen. Also hört gut zu, denn auch die schon gut kiten, habt ihr oft nicht, wie die Regeln einfach sind, ohne irgendjemanden angucken zu wollen. Also, vielen Dank, dass ihr da seid. Genau, in erster Linie vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Erstmal schön, dass ihr so ein tolles Event auf die Beine gestellt habt. Tatsächlich sowohl für die Insel als auch für alle Kiter natürlich ein großes Ding und ja, eine schöne Geschichte. Wir sind gerne mit dabei, unterstützen das Ganze gerne. Haben schon mal geschaut, wer hier so alles gerade rumläuft und wer so da ist. Wir haben schon gesehen, wie viele Leute dabei, die meistens schon kiten können. Unsere Hauptprojekte sind zusammen mit die neu in den Sport reinkommen. Das ist natürlich ganz wichtig, dass wir den Vorhandsregeln beibringen. Nicht, dass das ein Workshop ist, wenn wir uns auch aktiv machen, uns austauschen und schauen, gerade weil wir viele Leute dabei haben, die uns vorhandsregeln können. Das ist interessant, wie wir mit den Vorhandsregeln umgehen. Das ist doch alle nochmal ein bisschen durchsprechen und schauen. Oder vielleicht, wenn wir hier Standards setzen, oder sogar vielleicht für einen Spot wie hier auch mal was festlegt und das manifestiert. Und umso mehr Leute das wissen, umso besser ist das eigentlich das Ganze. Ne? Genau. Der Flyer liegt auch aus, wer sich das Spiel anschauen will, kann ich gerne den Flyer nehmen und wirklich aufgepasst und ja, seid gespannt. Genau. Wir starten natürlich ganz einfach mit den Basic-Regeln. Die meisten von euch kennen die schon. Wir haben dankbarerweise zwei Helferinnen bekommen, einmal Finja und Alessa. Die dürfen einmal nach vorne kommen. Mit einem großen Applaus, bitte. Genau, natürlich. Wer kann noch nicht kiten hier in der Gruppe? Ja, wenigstens einer. Ich freue mich, dass du dich getraut hast, das zuzugeben. Wir haben hier zwei Bars. Grundsätzlich, es gibt zwei Fälle, die wir meistens beachten müssen. Ganz grundsätzlich. Wir haben Kollisionsverhütungsregeln. Das heißt, wir müssen die Feuerfahrtsregeln so ein bisschen durchstreichen. Man kann im Wasser nicht stehen bleiben. Das ist die grundsätzliche Regel. Es geht immer daraus zu entscheiden, wer muss ausweichen und wer muss den Kurs halten. Dafür, unsere Ladies, einmal kurz herkommen bitte. Ich drücke jedem von euch eine Bar in die Hand. Wenn ihr richtig aufgebaut habt, dann habt ihr immer so, dass ihr die linke Seite mit der Signalfarbe hier schön rot gekennzeichnet habt. Und nun gibt es zwei Fälle. Grundsätzlich. Richtig. Stellt euch vor, gut, der Wind kommt heute aus Süden. Zwei Fälle. Wir dürfen einmal kurz hier hin. Oder lässt ihr hin? Erster Fall, entgegengesetzter Kurs. Ihr beide fahrt euch entgegen, guckt euch an sozusagen, kommt jetzt in die Versuchung, euch zu treffen. Das heißt, ihr müsst eine Kollision verhindern. Jetzt die Frage, wer muss ausweichen? Ihr guckt alle mit der Bar immer in die Richtung, in die ihr fahrt. Das heißt, Alessa, bitte nach rechts die Bar, Finja nach links. Jetzt dürfen wir genau, einfach richtig schön ausfällen. Jetzt seht ihr, Finja, wenn du nach links fährst, welche Seite hast du vorne? Die graue oder die graue oder rote Seite? Wenn du nach links fährst? Genau. In dem Fall ist die Signalfarbe bei dir vorne. Ne? Kiter sind unglaublich wissende Menschen und haben deswegen sich gemerkt, immer der Wind von Backbord muss ausweichen. Für die Leute, die es vergessen haben, haben sie extra noch eine Farbe aufgemalt. Das heißt, immer wenn du die Signalfarbe vorne hast, musst du ausweichen. In dem Fall, Alessa darf den Kurs halten. Du fährst am besten Fall nach Lee, Downwind, fährst du hier an dir vorbei. Jetzt die einzige Sache, auf die man noch achten muss, wenn ihr sozusagen jetzt die Bar einmal ausstreckt und den Kite simuliert, indem ihr sie lang haltet. Natürlich, einer muss den Kite runternehmen. Im besten Fall immer der, der nach Lee fährt, weil wenn du mal die Bar hochnimmst, und Alessa die Bar runternimmt und jetzt vorstellt, dass da 25 Meter Leinen sind, dann schlagt euch die schön durchs Gesicht. Das wollen wir natürlich verhindern. So, an sich Kollision verhindert, wunderbar. Noch was ist nun, wenn die beiden in derselben Richtung fahren und auf kollidierenden Kurs zusammenkommen. Das heißt, ihr fahrt beide nach rechts, beide fahren raus nach vorne, ihr bewegt euch langsam aufeinander zu. Einfach zur Regel, finden kann sie bestimmt auch schon. So, nochmal und laut. Weil ich dich sehe. Also, du fährst dich, wir haben den Wind auf dem Rücken, einfach so. Jetzt noch einmal zu beachten, wenn wir gerade Manöver fahren, habt immer den Rundumblick,
achte drauf, weil wenn jetzt zum Beispiel Alessa umdrehen würde mit dem Kite und möchtest nach links fahren, haut ihr euch eventuell die Geiz bekommen. Soweit zu den Basics. Es gibt Spezialfälle und jetzt müssen wir dazu kommen. Grundsätzlich sieht die Schifffahrtsverkehrsordnung das so vor, das manövrierfähigste Fahrzeug muss ausweichen. Das heißt, wenn wir uns so angucken, tiefgangbehinderte Fahrzeuge, wie zum Beispiel irgendwelche Tanker, Schifffahrts mit Fischerbooten, können schlecht ausweichen. Das heißt, ihr müsst ihr sowieso immer Vorfahrt gewähren oder ihr müsst ausweichen. Geht es jetzt weiterhin, guckt man sich ja, was als nächstes kommt. Segelboote, da fallen wir auch runter als Kiter, aber auch Windsurfer und im Endeffekt alle auch die Ringer, die später immer auch das Wasser unsicher machen werden. Guckt euch eben generell an, wer ist manövrierfähiger, Segelboot oder Kiter, was glaubt ihr, wer gewinnt, wer kann schneller ausweichen? Nochmal laut. Was sagst du, Max? Kiter, ganz klar. Ne? So, das ist also in dem Sinne schon eine einfache Frage, ist an den Segelbooten. Was ist jetzt mit den Windsurfern? Was meint der Windsurfer oder Kiter? Wer kann einfach ausweichen? Kiter. Kiter. Das heißt, was macht ihr im meisten Fall? Weicht ihr aus oder weicht ihr nicht aus, wenn ein Kitesurfer kommt oder ein Windsurfer euch entgegenkommt? Ich sage mal, im grundsätzlichen Fall, es gibt immer so einen Krieg zwischen Windsurfern und Kitesurfern. Der ist einfach auch daraus entstanden, dass die Kitesurfer meistens sind, ein bisschen zu faul sind auszuweichen. Das wollen wir natürlich ändern. Also, wenn ihr jetzt an den Spots geht, vor allen Dingen Gunnarbrink, aber Gollendorf, da wo die Kitesurfer vielleicht auch mal auf die Windsurfer treffen, tut uns den Gefallen, weicht aus, auch wenn ihr denkt, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr habt einfach immer den Kurs nicht zu halten, dem anderen frei zu machen, gerade weil ihr viel manövrierfähiger seid. Muskelbepackte Fortbewegungsmittel wie zum Beispiel Supper, Kanuten, die dürfen euch ausweichen. Lasst es aber bitte trotzdem nicht drauf ankommen. Seid einfach freundlich, weicht aus. Letzte Regel sozusagen, Badegästen. Wir halten uns sowieso von Badegästen grundsätzlich 50 Meter seeseitig fern. Badegebieten auch. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben. Das heißt, drei großräumig aus, mindestens zwei Leinenlängen. Damit haben wir es wahrscheinlich immer geschafft. Soweit alles klar. Ich würde sagen, einmal Dank an euch beide. Wir machen es beide vor. Wir können Spezialregeln, würde ich gerne nochmal durchgehen. Dafür müssen wir eine Welle spielen, die spiele ich. Wenn ihr jetzt sozusagen macht, ihr habt beide Basics. Ich kann jedes Mal gerne durchgehen. Aber wir haben ja eine, das heißt, wenn man das erkommt, schon quasi neu machen. Du hast noch was jetzt verstanden? Ich habe mal eine Frage zu dem Thema Windsurfer. Ich bin selber auch Windsurfer und Kiter. Ist das teilweise nicht unbedingt gut, wenn man als Kiter immer ausweicht? Weil als Windsurfer kennst du ja auch die Vorfahrtsregeln. Und wenn du denn derjenige bist, der ausweicht, und der weicht auch gleichzeitig aus, dann ist das immer nicht so ganz ohne. Also ich finde es eigentlich besser, wenn der Kurs halt im Prinzip auch den Kurs hält. Egal, ob er nun Windsurfer ist oder was auch immer. Also das funktioniert eigentlich. Ne? Aber es ist grundsätzlich, du hast recht, es gibt Fälle, in denen es halt eben knapp wird und grundsätzlich, wenn beide sich an die Regeln halten, kann es natürlich kommen, dass es trotzdem zu Unstimmigkeiten kommt. Du musst im Endeffekt immer daran denken, die gesetzlichen Regeln sind immer dafür da, um die Gefährdung und Beschädigung von Material und Menschen eben zu verhindern. Nerven euch Windsurfer auch, wenn du halt weißt, okay, gleich raus und dann fährt er aber auch nach B weg. Genau. Eindeutig wäre es aber in dem Sinne eigentlich, weil die Manövrierfähigkeit von Windsurfer eingeschränkt ist, ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ansonsten, ja, linke Hand vorne, welches dann Mast, kann man sich natürlich nehmen. Grundsätzlich würde ich trotzdem raten, als Kreisfahrer kannst du noch schneller die Wände machen. Andererseits musst du nur denken, wenn du selbst nach Lee fährst, der andere auch, und du hast deine 22 bis 24 Meter Leinen ausgewählt durch den Mast, das ist natürlich scheiße. Grundsätzlich, weil viel mehr Kreisfahrer den Winzer dann einfach die Vorfahrt genommen haben, hätte ich gesagt, immer, also ich sag meinst du dann, bitte erdet euch dran. Ich verstehe den Hintergrund. Es beißt sich an der Stelle halt, wo es die Manövrierfähigkeit ist. Da würde ich immer entscheiden, der manövrierfähigere kann heute auch wenn er also eben. Ihr könnt es auch gerne, also ich weiß nicht, hattet ihr schon mal Erfahrung damit, dass ihr irgendwie im Windsurfer
schön zusammen gleichzeitig. Ja. Ja. Ja, klar, ganz cool. Wie war danach die Stimme? Hatte er sich... In einen Segelrand? Ja, ich glaube, wir haben noch die Erfüllungsauftrag. Ich habe vergessen. Ich habe gestern noch einen Zoom gemacht, damit wir nochmal ein bisschen austauschen. Die drei Jungs, die hier sitzen, können wir auch untereinander rausgehen, wer von den Kai-Nickern macht. Alles Kaiter? Also, Luca weiß, ich kann Kaiter. So, wir großen Applaus hier mal. Man könnte es, ja, wie gesagt, so. Zumindest vom Style her Kaiter bist, das heißt, die Vorfahrtsregeln beherrscht, oder? Richtig, genau. Das heißt, wir würden da hier so ein bisschen die Bildungsamt und die Frage stellen. Das heißt, wir müssen die Hände nach vorne, kommen uns quasi so entgegen. Und welche Hand hast du vorne? Die rechte, genau. Was bedeutet das für dich? Ja. Gut, genau. Also rechte Hand vorne heißt du hast richtig, richtig. Genau. Das heißt, wie war dein Name nochmal? Noah. Noah weicht aus. Genau. Wohin weicht Noah aus? Genau. Je nach, wohin möchtest du ausweichen? Genau, das ist einfacher. Genau. Kommt drauf an. Ja, das ist falsch. Genau, kommt das dazu. Warum ist es einfacher, nach Lee auszuweichen? Ja, ja. Naja, kommt drauf an. Wie weit die noch weg ist, kannst du auch. Das ist ergiebig, da ist wenigstens was dran. Aber Eis. Gerade für Anfänger und Co. ist es halt immer weiter, leichter nach Lee mitten drin auszuweichen, als wenn du Höhe läufst, weil du halt natürlich mehr Körperspannung brauchst, mehr Wind drin, um quasi auszuweichen. Ne? Genau. Jetzt haben wir schon das Ding, du bist ein Stück vorgegangen. Das heißt, wir hätten alle nochmal die Hand weiter nach vorne. Genau. Du hast schon aufgepasst, wo halten wir unseren Kite hin von der Position. Das Windfenster sind natürlich theoretisch vorher durchgegangen. Das kennst du schon. Okay, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Wir tun es, als wenn du es wüsstest. Wir können den Kaiser auf verschiedene Positionen fliegen am Himmel. Ich dachte, lustig, aber dann. Ja, also, alles ist stimmt. Aber dann da. Genau. Und du würdest deinen Kite wohin lenken? Ja, dann. Alter. Nach oben oder nach unten? Auf einen. Genau, möglichst weit nach unten. Dann ist er halt so, dass wir aneinander vorbeikommen. Eigentlich ist mir das auch. Ja. Noch einmal rüber in die Richtung jetzt. Das heißt, was musst du jetzt mit dem Gerät machen? Nach unten und raussteigen. Genau, richtig. Guck mal. So wollen wir das sehen. Sehr schön. Gleich hätte ich die Frage: Sehen wir das auf dem Wasser so? Meistens ja. Meistens ja. Was würdet ihr sagen, wie viel Prozent der Leute auf dem Wasser beherrschen die Vorfahrtsregeln? 8%. Bietet jemand mehr? 8,5 würde ich sagen. Also ich würde schon sagen, also man kann es ja nicht messen, aber ich sehe es eher positiv. Ich würde sogar 50-60% wissen es. Aber es ist ja wirklich erschreckend zu sehen, wie viele es eigentlich nicht wissen. Ne? Ich nehme immer, also man soll keine Leute in Shops nehmen oder sonst was, aber meistens ist es ja gerade, wenn man da Kiten oder was ist oder Kiten beigebracht hat, das Fahren bringt am meisten Spaß und das Theoretische ist immer so ein ganz klein bisschen Beiwerk. Deswegen versuchen wir eigentlich auch das Ganze möglichst praktisch beizubringen und den Leuten auch zu verklickern, dass das halt auch wichtig ist. Ne? Die Vorfahrtsregeln sind nicht nur für mich wichtig, sondern auch für alle anderen Leute, die auf dem Wasser sind. Genau. Und selbst wenn ich gut fahren kann, ist es halt auch extrem wichtig. Ja. Gerade wenn ihr Profis seid und sagt, also es gibt ja immer so ein paar Spezialfälle, ne? Wenn ihr Profis seid, dann sagt ihr immer, gut, der Schwächere muss nachgeben, weil im Zweifel kann ich besser ausweichen, auch im letzten Moment. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir auf dem Wasser eine gute Figur abgeben.
nicht nur bei den Tricks, sondern auch eben regelkonform. Wenn wir sozusagen jetzt die Top-Rider hier einfach am Start haben von Themen, wäre es natürlich klasse, wenn die auch mit dem Vorbildfunktion oder eben an den Stand gehen. Aber auch eben, wir hatten eben den Bildungsauftrag, wenn ihr mal jemanden erwischt, der es irgendwie besser meinte oder in der Schule nicht richtig beigebracht gekriegt hat, hoffen wir erstens natürlich, war nie einer unserer Schüler, höchstwahrscheinlich nicht. Sondern dann wäre es immer gut, wenn ihr dann nochmal darauf hinweist oder so, wenn es dann so zukam und ihr zufällig den anderen abgeschossen habt, die Leinen ineinander verhütet habt, dann fragt ihr doch mal aus, kennst du die Furchtpassregel, ne? Denkt immer daran, ich glaube, ihr habt eine gute Position, von der ihr runterreden könnt. Also ihr könnt denen sagen, hey, hörst du mal zu, du machst es vielleicht noch nicht so lange, ich erkläre dir das nochmal ganz kurz, damit seid ihr dann immer gleich ein bisschen beliebter am Strand. Oder sorgt zumindest für ein besseres Miteinander auf dem Wasser. Ich wollte sagen, ist ja Community-Sport, wir haben alle was davon. Und meistens ist es, was ich auch nochmal sagen wollte, ist nicht, dass die anderen Leute anmeckern müssen, sowas wie vielleicht nicht vorher dringend nicht wissen, sondern es vielleicht nochmal nett freundlich am Strand immer kurz erklärt oder vielleicht nochmal darauf hinweist, dass sie sich die nochmal anschauen sollten. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass wir alle eine Vorfahrtsfunktion haben. Das heißt, in dem Moment, wo wir auf dem Wasser sind, sollten wir uns wirklich alle an die Vorfahrtsregeln halten. Ist ja leider auf Fehmarn leider auch nicht immer die Regel und wir wissen alle, wie das ist, wenn man einen schönen Punkt hat zum schönen Abspringen. Trotzdem haben wir eine Vorbildfunktion und sollten halt gucken, dass wir halt die Regeln auch natürlich selber umsetzen und andere Leute sie auch nicht umsetzen. Es gibt jetzt noch ein paar Spezialfälle und da würde ich da gerne so einen Quiz draus machen. Jemand der anwesend hier bei dem Contest mitgemacht, schon Freestyle vielleicht? Luca und Max, sehr schön. Dann würde ich die einmal bitten abzulösen. Genau, wir nehmen euch mal die Basis. Eben Noah, vielen Dank. Nochmal vielen Dank. Der Wahnsinn, habt ihr super gemacht. Gut. Kommen wir zu bestimmten Spezialfällen. Also, die sind keine gesetzlichen Regelungen mehr, sind aber trotzdem nett zu benutzen. Oder zu wissen. Wenn wir jetzt in der Welle sind. Ich spiele die Welle bricht hier und schiebt alle Kiter, die Strapless fahren, schön in diese Richtung. Jetzt ist es einfach. Jeder, der Wellen reingemacht hat, ist das absolut verständlich. Jeder, der kitet, hat das vielleicht noch nie gemacht. Die Welle bricht hier und bricht nach links. So, in dem Fall, einmal das Quiz, wer von euch beiden hätte das Recht auf die Welle? Warum? Genau. Bruder Welle kommt hier, tatscht ihm auf die Schulter und sagt halt, du hast den längsten Weg auf der Welle, du darfst weiterfahren. Das heißt, jeder, der von da kommt, soll sich gefälligst raushalten. Im besten Fall natürlich in die Richtung ausweichen und dem schön den Ride in den Platz kommen. Wie ist das, wenn da ein Windsurfer drin ist? Gleiche Regel, ganz genau. Wie ist das beim Badegast? Ja, das sind wir nicht in der Nähe. Grundsätzlich Bodyboarder, also Shoutout an die Leute. Nächste Frage. Jetzt haben wir hier zum Beispiel so eine Mole, die wunderbar dafür sorgt, dass wir bei bestimmten Bedingungen schön glattes Wasser haben. Jetzt haben wir auf einer Seite schön die Trick Area und auf der anderen Seite das Choppy Water. Wo fahren wir und machen unsere Tricks? Choppy Water oder Glass Water? Ganz genau. Jetzt haben wir das. Safe, auf jeden Fall. Auf der Lese. Ne? Jetzt ist die Frage: Ihr fahrt hier nach geradeaus von der Bucht aus. Ihr fahrt hin und fahrt dann auf demselben Kurs zurück. Wenn ihr freestylen wollt, braucht ihr immer schön glattes Wasser. Auf der anderen Seite ist Choppy Water. Fahrt ihr das heißt auf der gleichen Seite zurück? Oder macht ihr so einen Turn rumrum und kommt auf der anderen Seite wieder an, dass es einen Startpunkt gibt und ein Ende? Zweite Variante. Das ist der wichtige Punkt. Ähnlich wie beim Point Break von den Wellen. Wir wollen immer schön eine Richtung einmachen. Das ist dann so ein Rotationsprinzip. Jeder stellt sich hinten an und nimmt nicht den anderen. Auch keine Pro-Rider. Wir wollen gar nicht erst das bei den Wellenreitern haben. Da ist es leider irgendwo in Europa verloren gegangen. Der Beste kriegt die Welle. In dem Fall, ich bin hier die Mole. Max ist der Erste, der den Pick macht. Wind kommt aus meiner Rückseite. Fährst dran vorbei. Mach mal einen Kickflip. Start, oder? Genau. Fährt weiter, dann loopseitig wieder zurück. Als nächstes kann Luca sich hinten anstellen, fährt rüber. Wunderbar. Wenn er mal nach links einen Trick machen will. Was ist dann der Fall? In dem Fall
muss er wirklich gucken, dass er entweder vor sich mit den Leuten abspricht oder sich richtig unbeliebt macht. Du musst morgens der Erste sein, dann gibst du die Richtung vor. Ja, und es ist ja meistens auch so, dass du halt am Ende von dem Flat einfach wartest, dass du dann halt schaust, von Platz zu Platz wirst. Ihr müsst immer aufpassen, es gibt halt international andere Regeln. Manche haben Aus- und Einstiege, da müsst ihr halt drauf achten. Aber grundsätzlich, was wäre die Regel oder wie kann man sich am besten verhalten am Spot, wenn man an einen neuen Spot kommt? Zurückhalten. Und nachfragen eben irgendwen von den Locals. Am besten nicht der auf Deutsch spricht, sondern dann hier vor Ort. Dann vielen Dank an euch beide auch. So, auch Applaus, bitte sein. Und damit wären wir mit den Vorfahrtsregeln soweit fertig. Habt ihr, genau, habt ihr noch Fragen? War das irgendwo unverständlich? Oder gibt es noch ein Thema, was euch richtig. Anregung. Sollen wir neue Regeln schaffen? Das wäre auch eine Idee. Eine Sache vielleicht noch, wenn man hintereinander fährt und aufs Ufer zufährt, weiß man, der vor einem muss irgendwann umdrehen. Das ist auch manchmal unklar, wenn man Leute hat, die nicht so erfahren sind, die dann irgendwie nicht bis zum Ende durchfahren und dann wieder umdrehen, sondern die dann versuchen vorher schon die Richtung zu wechseln und das nervt manchmal auch ein bisschen. So. Dadurch, dass wir viele Leute hier haben, ist natürlich ein wichtiger Punkt eigentlich auch immer natürlich von Ansicht, das heißt auch auf dem Wasser, bevor ich irgendwas mache, springe, drehe, ne Timo? Gucke ich, was um mich herum so passiert. Genau, und das gleiche gilt natürlich auch schon, damit, schon alleine, wenn ich aufbaue. Ne? In dem Moment, bevor ich den Kite starte, schaue ich, was passiert. Genau. Der Punkt vor allen Dingen dabei, der eben auch angesprochen wird, ist vorausschauendes Fahren. Gerade Kiter können sehr schnell in Extremsituationen reagieren, würde ich sagen. Aber es ist halt klüger, wenn du sagst, es sind auch sehr viele Anfänger auf dem Board. Wenn die irgendwie mal checken, okay, ich komme auf den Strand zu, hau den Kite auf die andere Seite, bin froh, dass ich meine Wände gestanden habe und dann sehe ich erst, dass da jemand kommt. Kommt manchmal vor, dass man trotzdem denkt, okay, der andere macht vorher einen Rundumblick, ist aber nicht zu erwarten. Deswegen haltet lieber ein bisschen Sicherheitsabstand. Auffahren ist auch immer sehr nervig, wenn man irgendeinen Kite am Rücken hat. Genau. Und wenn noch einmal die Fragen übrig geblieben sind. Lenny ist gerne euer Coach für die nächsten. Kommt vorbei, stellt mir Fragen. Ich habe hier eine wunderbare Karte, könnt ihr hinten anrichten. Ich warte rund um die Uhr. In dem Sinne. Nein, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns am Strand besuchen kommt. Stellt gerne alle eure Fragen, auch nachher, wenn die Kamera aus ist. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr habt noch ein wunderschönes Kitefest. Vielen Dank, dass ihr da seid und so einen ausführlichen Beitrag hier geleistet habt.